Seit dem NATO-Gipfeltreffen im vergangenen Juli in Warschau gilt der Cyberraum, der virtuelle Raum neben Land, Wasser und Luft, als viertes Operationsgebiet. Gleichzeitig kündigte die Allianz an, sie wolle zum Schutz gegen Computer- oder Cloud-Hacking 70 Millionen Dollar bereitstellen. Hightech-Unternehmen können nun Angebote machen, wozu auch dieses abhörsichere Mobiltelefon gehört. Soldaten können es unter anderem für Videokonferenzen nutzen. Mehr als 1000 Vertreter der Industrie und der Allianz nahmen am 7. und 8. September an dem Symposium über Cybersicherheit im belgischen Mons teil. In China oder Russland verfügt nur der Staat über die Mittel für die Cyberkriegsführung. Die NATO hingegen arbeitet mit privaten Unternehmen zusammen. Wird die Verteidigung privatisiert? Nein, das bedeutet keine stärkere Privatisierung, meint Ian West, der für die Cybersicherheit der Allianz zuständig ist. Große Organisationen oder Staaten können nicht allein dafür sorgen. Wir sind auf die Industrie angewiesen. Wir sind auf ihre Erfindungen, ihre Kompetenz und auf ihre Lösungen angewiesen. Diese Lösungen schützen vor Bedrohungen, mit denen wir es weltweit zu tun haben. Die NATO unterscheidet sich nicht von anderen Organisationen. 2014 hatte die NATO beschlossen, dass Cyberangriffe mögliche Auslöser des Bündnisfalles nach Artikel 5 sein können.